Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich heute wieder ein bisschen auf meinem Zandalari-Troll unterwegs. Der ist mittlerweile Stufe 56 und ja, gerade bin ich ein Wichtel, weil ich hier eine Quest noch machen bin. Und ich dachte mir, komm, ich brauche noch ein paar Quest-Achievements auf der Hornseite und die will ich gleich mitnehmen. Deswegen questen wir jetzt heute erstmal ein bisschen ins Eschental durch. Machen wir mal hier den Timer an und auch nochmal eine Level-Flask rein. Und ich bin jetzt gerade hier bei so einer lustigen Quest, wo ich mit so einem Wichtel irgendwie da nach oben steigen muss und dann quasi irgendwelche Mobs markieren muss, dass die gekillt werden. Leider zählt das auch nicht so ganz in der Gruppe. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich kann euch das auch mal zeigen. Ich bin... nee, hier ist es nicht. Da bin ich dran. An so einem Level-Achievement. Und da ich das mit der Allianz schon alles gemacht habe, wird das zwar theoretisch gezählt, also ich habe diese Erfolgspunkte alle, bloß die Untererfolge, die werden irgendwie nicht so ganz getrackt, wenn man dann auf verschiedenen Seiten, wie zum Beispiel WoW Progress guckt, da werden meine Hordencharts mit weniger Punkten angezeigt und deswegen ja, versuche ich das halt mal mitzunehmen. Und hier seht ihr, auf Kalendor sind es ja viele Gebiete, wo man andere Quests mit dem Allianzler als mit dem Hordler hätte. Und da versuche ich nur ein paar mitzunehmen. Das Brachland habe ich unter anderem das letzte Mal schon gemacht gehabt. Und jetzt dachte ich mir, komm, das Eschental nimmst du zumindest noch mit. Eigentlich hatte ich ja den Plan, den Char hier nur über Questen hochzuspielen, aber das hat sich nicht ganz als so gut rausgestellt, wie ich mir das gedacht hatte. Vor allem in einer 5-Mann-Gruppe konnte man das ziemlich vergessen, weil man dann einfach so gut wie keine, keine Fortschritte hat, weil es ständig irgendwie Sammelquests gab. Jetzt sind wir gerade so zweit, das müsste relativ gut gehen, schätze ich mal zumindest, ne? Also... mit mehr als 3 Leuten würde ich in der Gruppe nicht questen wollen, weil man halt einfach sich die Sachen bei den Sammelquests gegenseitig wegklaut und dann dauert es viel länger, als wenn man es einfach alleine machen würde. Ich denke mal, mit 2, 3 Leuten ist so gerade noch die Schmerzgrenze, wo es sinnig ist, ne? Weil bei den Killquests ist man natürlich schneller, aber mit 5 Leuten auch nicht schneller als mit 3, habe ich zumindest festgestellt, weil irgendwann läuft man sich, wenn dann zu weit aus der Sicht quasi und dann zählt es nicht mehr mit, beziehungsweise... ich hatte bei dem einen Mal nur noch dieses Phänomen, dass ich quasi hinterhergelaufen bin und gelootet habe und quasi gar nicht mehr sinnig an der Gruppenaktion interagiert habe, weil halt einfach die Mobs alle schon tot waren. So, jetzt brauchen wir noch 14 Mobs. Hier ist es gleich zum Einstieg so eine super Quest, wo man so Viecher abschießen muss. Man muss hier auf diesen Turm laufen und dann halt quasi das vormarkieren, wo, ja, wo so Dinger einschlagen, so Höllenbestien. Da gucken wir jetzt mal. Ich habe jetzt aber auch hier auch schon einen Queststrang abgeschlossen, wenn wir jetzt mal reingucken. Eschental, eins von x100 Dingern, die ich machen muss. Und mal gucken. Ich hoffe, die anderen Quests gehen ein bisschen zügiger. Hier hätte ich nämlich das letzte Mal aufgehört, weil ich nicht so 100% gecheckt habe, wie das funktioniert, dass du hier diese Dinger markieren musst. Ich dachte erst, dass das buggy ist, weil ich erstmal gar keinen Fortschritt hatte. Ne? Du musst anscheinend auch einigermaßen genau zielen. Du bist schon fertig, oder, mit der Quest? Ich bin gerade fertig geworden, ja. Scheinbar zählt das nicht für den anderen mit, wenn ich was abschieße. Nee, das ist echt blöd. Ja, vor allem diese Viecher, die Elfen, die rennen halt ewig schnell rum. Du markierst das und halt 10 Sekunden später schlägt das Ding ein. Die Viecher sind schon lange wieder weggelaufen. Das bringt halt irgendwie ja, nicht so viel. Echt eine Gammelquest. Danach wird's besser. Ja, deswegen bin ich ja eigentlich ein Fan von Dungeon Runs. Die kann man halt... relativ schnell durchboxen. Also wenn man da eine vernünftige Gruppe hat, dann geht das schon relativ zügig. Ich glaube, ich hätte die jetzt an sich schneller umgehauen. Du, ja klar, später wollen wir die Nakran-Quest machen, aber das ist nur ein bisschen hin, da muss ich erstmal, ich glaube 64 oder so musste sein. Klar, wenn uns da einer helfen will, wäre ich auf jeden Fall dankbar für. Wenn du da einen Char parken möchtest, geht auf jeden Fall schneller, klar, wenn mit dir ein Max-Level-Char hilft. So, wunderbar, die Quest habe ich fertig. Wo müssen wir das jetzt abschließen? Wieder in die Höhle rein, oder? Den Typen, ja, yep. Dahinter. Ganz okay, ja gut, einmal hinter. Schauen wir mal. Ich hoffe ja mal, dass wir jetzt nicht so krass overcappen werden. Denn ich will halt das Gebiet einmal komplett fertig spielen, um das Achievement halt auch zu erhalten. Und ja, mal gucken... wie es vom Level rausgeht, ob man da nicht vielleicht sogar vom Level zu hoch ist, wenn man halt mal schauen, ja, inwieweit. Weil du kriegst ja, sobald du nicht mehr in der Expansion bist, also sprich, wenn wir jetzt 61 wären, dürften wir deutlichst weniger EP kriegen. Das hat ja Blizzard immer so ein bisschen eingebaut, um zu verhindern, dass du dann, wenn eine neue Expansion rauskommt, in der alten noch EP farmst.
Andi, hey, grüß dich. Genau. Ja, super, das ist echt nice. Dann haben wir da schon jemanden, der uns supportet, und geht das ein bisschen schneller. Weil die Arena-Quests, da brauchst du ja teilweise doch eine ganze Gruppe. Wenn du da alleine bist, tust du dir vielleicht auch ein bisschen schwierig. So, nebenbei stelle ich mich immer noch zum Schar des Zorns hin, denn ich habe es immer noch nicht aufgegeben, damals Mount zu kriegen. Irgendwann wird das vielleicht mal was. Und naja. Vielleicht habe ich dann auch mit im Stream die Re Reaction. Später will ich ja auch noch die Kamera anmachen, wenn es hier ein bisschen dunkler ist. Und ja, mal gucken. Vielleicht habe ich sie dann auch mal mit drauf, denn bei anderen Mounts hatte ich sie nicht. Bis aufs Ruck-Mount, da habe ich mich doch dezent gefreut, dass ich den Vogel endlich bekommen habe. Lang genug hat es nämlich da gedauert. Und habe ja gleich hier alles Mögliche umgekippt, was ich hier stehen hatte. Zum Leidtragen meiner Tastatur, die relativ gut geklebt hat danach, ja. Die musste ich dann leider duschen, die Tastatur. Heißt, ich habe sie wirklich gepackt in die Dusche, bisschen Wasser drüber laufen lassen. Ey, ich muss dann nach unten in so ein Dämonenlager, ne? Ich weiß nicht, ob du die Quest auch hast. Nee, habe ich nicht mehr, aber ich folge einfach. Shit, ich hätte mir das schnelle Reiten holen sollen, oder? Weil ich merke gerade, dass ich ziemlich langsam unterwegs bin. Ja, richtig. Wir haben ja letztes Mal noch darüber geredet, ob man sich das kaufen muss. Und man muss es sich kaufen, ja. Ja, tja, jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob's sinnig. Wo habe ich denn den Ruhestein? Wahrscheinlich nur irgendwo in der Pampa, oder? Bringt euch Gastwirt, tja, irgendwas Taverne. Wir müssen da. Wahrscheinlich laufe ich da jetzt auch gerade falsch, oder? So werden wir nicht reinkommen in den Laden. Ja, die Öffnung ist da hinten links irgendwo. Links irgendwo. Ich laufe jetzt einfach mal nach. Das ist halt der Nachteil. Ich habe hier das letzte Mal als Allianzler wahrscheinlich in 2000 irgendwas gequestet, ne? Wahrscheinlich sogar vorm Kataklysm. Das letzte Mal. Deswegen, ich kenne mich halt echt hier null aus bei den Quests. Und bei der Horde schon dreimal nicht, ne? Also, ich glaube, ich habe nie einen Hordenschar über Quests hochgespielt, sondern eigentlich immer über Dungeons. Ja, und deswegen. Weil ich meine, also hier musstest du irgendwann mal Pilze sammeln, oder? Oder war das das letzte Mal und ich verwechselt das? Keine Ahnung, Pilze hatte ich jetzt keine. Weil hier stehen auf jeden Fall ein Haufen Pilze rum. Naja, egal. Also die Frage finde ich fast schon ein bisschen süß, ob ich den Rabenfürst aus Ding habe. Naja, natürlich habe ich den. Den habe ich seit Burning Crusade tatsächlich. Obwohl, oder? Habe ich ihn seit Burning Crusade? Ich bin jetzt gerade überlegen, habe ich lang gefarmt. Das könnte auch sein, dass ich ihn dann erst in Wattle gedroppt bekommen habe. Auf jeden Fall habe ich den schon lang, ja. Das ist eins der ersten Mounts, die ich tatsächlich damals im T nee, wöchentlich, oder? Ich bin jetzt gerade überlegen, was täglich oder wöchentlich? HC-IDs? Waren die auch wöchentlich? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, es war eine wöchentliche ID. Meine ich. Es war keine tägliche. Den konntest du ja damals nur im HC beschwören und du musstest ein Druid sein. Und zusätzlich musstest du eine relativ lange Quest davor gemacht haben, eine Druid-Class-Quest. Und am Ende der Class-Quest konntest du Anzu beschwören. Deswegen, also in Wattle war es auf jeden Fall noch so. Ich weiß nicht, wann sie es geändert haben. Und als ich den hatte und meinen Leuten von erzählt hat, hey, jetzt habe ich das Mount endlich, dann ging's los. Ja, jetzt hast du ihn ja. Kannst du mit mir reingehen? Weil es musste immer ein Druid, der die Quest hatte, musste da mit reingehen und quasi, warte, jetzt muss ich da hinten auch noch was besorgen. Ah. Musste mit reingehen und den Boss beschwören. Also ihn konnte nicht jeder beschwören. Und es gab halt erstmal, ne, damals gab es auch schon 10 andere Klassen. Also sprich, hattest du relativ viele andere, die ihn halt nicht beschwören konnten und immer einen Druid gebraucht haben. Und dann noch einer, der sich durch diese Questreihe durchgequält hatte. Und wie gesagt, das war damals, meine ich, eine relativ lange und aufwendige Questreihe. Und die haben auch nicht so viele gemacht. Deswegen als Druid, der diese Questreihe gemacht hatte, den beschwören konnte und selbst das Mount hatte, gab es halt nicht sonderlich viele. Und wenn du dich da quasi geoutet hast, dass alle Voraussetzungen für dich erfüllt waren, dann war es natürlich ein begehrtes Ziel für Leute, die meinen so, hey, willst du da mit mir mal reingehen? Und dann warst du so, ja, okay. Und dann hast du das Ding, weil sie nicht über x Wochen gefarmt und hattest, also, ne, ihr mögt es vielleicht kennen, wenn ihr so ein Mount über Monate gefarmt habt und es dann endlich habt, dann habt ihr nicht unbedingt mehr Bock, da reinzugehen, ne? Und dann bist du endlich mit fertig, hast eigentlich null Bock mehr drauf, weil du es endlich weg hast von der Liste, und dann kommen die nächsten Leute an und kannst mit denen da reinhatschen, ne? Deswegen, da kommt dann diese Ding her, dass man lieber verschweigt, dass man das kann, ja? Als dass man da wieder genötigt wird von einigen Leuten. Naja, lang, lang ist her. Mittlerweile kann es ja jeder beschwören. Du musst keine Questreihe gemacht haben oder sowas. Das ist schon ganz gut.
dass das Blizzard dann schließlich doch geändert hat. So, was müssen wir denn jetzt hier drin machen? Wir müssen Teufelsspeer des Suchers brauchen wir. Tja, wo gibt's den? Ist der hier drin? Glaube nur einen Mob killen, ja, der geradeaus von der Brücke ist, Ah wahrscheinlich. ja, okay. Tim, hey, grüß dich. Der ist es, okay. Ich habe vorhin, bevor ich jetzt hier das Video angemacht habe, meinen Char transmoggt, weil ich genötigt wurde dafür, dass ich ihn doch transmoggen soll vom Stream. Und dann dachte ich mir, komm, machst du das mal. Das Problem ist, also erstmal, ich habe so gut wie kein Plattenbier. Also wirklich so gut wie gar nichts, weil ich ja eigentlich immer den Druid spiele und auch nur mit dem Lederchars quasi das Transmog-Zeug gefarmt habe. Ne? Deswegen habe ich da erstmal eh ziemlich wenig. Und dann ist es mit Transmog hier, so wie ich das verstanden habe, auch so, dass die zumindest im bestimmten Bereich Level gebunden sind. Heißt, du kannst nicht irgendwie das Lied in irgendein Legion-Set transmoggen, wenn du halt Stufe 60 erst bist. Ne? Du musst halt dieses Level erreicht haben, dass du das Zeug transmoggen kannst. Wenn ich falsch liege, berichtigt mich gerne, aber so habe ich es zumindest verstanden. Und deswegen habe ich allgemein nicht viel Plattenrüstung und dann nochmal mit dem Lone Level nochmal quasi weniger Möglichkeiten. Und ich habe bei jedem Slot nur zwei bis maximal drei Seiten. Also deswegen konnte ich jetzt hier nichts sonderlich Tolles zusammenbasteln. Aber naja, das, was in meiner Möglichkeit stand, habe ich gemeinsam so ein Plattenset quasi zusammengebastelt. Nee, du hast schon recht, das ist richtig so mit den Sets. Also ich habe T1, 2 und das aus Ankirei vollständig und ich kann auch nur dieses anziehen aktuell. Und gleich mit 58 oder 60 schaltet sich dann der nächste Step frei. Ich Ah, meine okay. BC und Norton beides gleichzeitig. Okay, ich dachte jetzt aber, dass du zum Beispiel für T1 60 sein müsstest, weil du es ja eigentlich erst damals mit 60 kriegen konntest, ne? Nee, ich hatte schon mit Level 20 D2 angezogen. Okay. Das ist okay, gut. Also dann musst du nur in der Expansion sein, nicht Genau. quasi auf dem Level. Alles klar. Ja, gut. Gut zu wissen. Und dann kannst du halt, ja, dann kannst du alles Classic Gear quasi mit Level 1 schon transmoggen. Okay, dann sind da keine Schwellen mehr drin. Ja, gut. Also ich verstehe die Grundlogik, die das Spiel damit verfolgt, dass sie halt sagen, ne, der Char soll halt das tragen, was er dann auch kriegen hätte können oder das Transmoggen. Also die Grundlogik verstehe ich, aber ob das jetzt so krass notwendig ist, weiß ich nicht. Hört sich jetzt eher für mich so ein bisschen nach Roleplay-Server an. Weil du schaust ja eh nicht mehr aufs Gear, ne? Seit es Transmog gibt, guckst du ja nicht mehr aufs Gear. Ich weiß damals noch im PvP, also ich habe ja Burning Crusade hauptsächlich PvP gespielt. Und da, wenn du in der Arena oder im BG warst und dann jemanden gesehen hast, du hast am Hand des Gears gesehen, was er, also an dem Aussehen des Gears, was er anhatte. Ne? Du wusstest halt, das ist das Set, was ist das Set, der hat halt jetzt T4, T5 an oder ist diesen 1, 2, 3, 4 Gear, ne? Du hast halt gesehen, okay, was hat der für ein Gear an und konntest halt da drauf schließen, was er für eine Bedrohung quasi ist, ne, für dich. Ne? Da gab es ja auch noch nicht so viele Catch-up-Mechaniken, also in Burning Crusade war es ja normal, dass Leute im BG oder auch so unterwegs waren, die halt vielleicht ein T4 hatten oder ein Level Gear und T5 oder T6, ne? Also dass das komplett unterschiedlich war. Da liefen ja auch noch alle Raids. Da hast du ja selbst als der letzte Raid-Content, also Sunwell, draußen war, hattest du immer noch Gruppen, die regelmäßig für Chars zum Hochgieren im Karasan gelaufen sind, zu Laman, Cruis Unterschlupf und so. Habe ich selber auch gemacht, ne? Weil du halt nicht diese Catch-up-Mechanik hattest und da sehe ich halt auch schon wieder so ein bisschen ein Problem. Ich finde, die Catch-up-Mechanik ist oftmals nicht schlecht, aber in vielen Punkten ist sie zu übertrieben. Und ich finde es immer schade, dass innerhalb von einem Add-on dass der vorherige Raid-Content komplett entwertet wird. Wenn sie das halt nicht so krass machen würden, dann würde es halt jetzt noch Gruppen gehen, die Uldir laufen würden zum Beispiel. Jetzt, wo BOD draußen ist und jetzt halt auch schon der nächste, also hier Tigel der Stürme oder wie das Ding heißt. Ich hab's nicht so mit Namen, wahrscheinlich, li oder liege ich richtig? Tigel der Stürme heißt das Ding, glaube ich. Ja, Tigel richtig. der Stürme. Ja, boah, ich hab's sogar richtig. So, jetzt selber auf die Schulter klopfen. Ist es halt ein bisschen schade. Sobald der neue Raid draußen ist, wird der alte komplett fallen gelassen. Manche gehen noch wegen Achievements rein, ne? Das ist klar, aber warte mal, ich glaube, wir müssen hier eine Quest abgeben. Ich habe die Pfanne gedrückt und eigentlich sollte jetzt hier ein Questgeber kommen, oder? Aus der Pfanne raus? Oder wie funktioniert das? Ja, der spawnt gleich hier.
Also ich bin jetzt 58 geworden und sobald ich 58 geworden bin, gibt es jetzt T4 und T5 zum Morgen. Scheinbar Ah, nicht okay. aus Nordend. Also nur Okay. BC bis jetzt. Okay, also ist das dann noch separat quasi? Okay, ja gut. Klar, weil es davor ja auch so war, ne? Also haben sie quasi die Level Brackets angepasst. Dass quasi Burning Crusade und Wortel das gleiche ist, ist ja jetzt also vom Level Bracket her, aber nicht das Transmog, ne? Sind sie nicht ganz konsequent zu Ende, haben sie es nicht ganz konsequent zu Ende gemacht. Nee, aber wo ich den Gedanken jetzt gerade noch zu Ende bringen will, mit der Catch-up-Mechanik und mit den alten Raids, ich fand das so, wie es im Burning Crusade war, tatsächlich am besten, weil du damit viel mehr Content zur. Beziehungsweise du hattest nicht viel mehr Content, sondern du hattest mehr Content, der sinnig für dich war. Weil zum Beispiel, auch wenn ich mir jetzt einen neuen Char hochspiele, es macht für mich null Sinn, nach Uldir reinzugehen. Das ist einfach Zeitverschwendung, wenn du das im Moment machst. Ne, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen neuen Char, ich gehe HC, oder HC ist auch schon sinnlos, dass du machst, ne? Dass du quasi dich hocharbeitest vom Content, das brauchst du nicht. Du machst dir den Char. Und dann kannst du eigentlich lauter Content machen, der eine Catch-up-Mechanik beinhaltet, wie zum Beispiel die Mythic plus 0 Instanzen. Du kannst ja eigentlich den Char erstellen, dir ein bisschen Gear über World Quest, über World Boss und sowas holen, die plus 0 machen und dann eigentlich direkt LFR und den neuen Raid machen. Die alten Raids kannst du eigentlich komplett auslassen, die musst du nicht laufen, es ist auch nicht sinnig, sie zu machen, was halt im Verhältnis viel zu viel Arbeit ist für viel zu wenig Reward. Jetzt kriegst du ja über die World Quest 370er Gear, beziehungsweise schon 400er Item Level über 400er Item Level über die Paragon Quests, ne? Und wenn du da im Mythic-Modus ein Uldir 458 kriegst und Normal, was waren der, 350 oder so, das ist halt null interessant. Für immer noch einen Content, der wahrscheinlich nur anspruchsvoll wäre, zumindest Mythic ist sicher anspruchsvoller, durchzueiern, als World Quest zu machen. Würde ich jetzt mal diese ganz abstruse Behauptung in den Raum stellen, dass Mythic Uldir doch schwieriger ist als World Quest, ne? Das finde ich ein bisschen schade irgendwie, das fand ich in Burning Crusade besser, ne? Es war zwar mühseliger und aufwendiger, aber du hast halt den eigenen Content nicht innerhalb von dem Addon sofort entwertet. Und ich finde, diese Content-Entwertung, die ist ja schon extrem drastisch, wenn du natürlich von einem Addon zum anderen gehst. Und da ist es auch sinnvoll und nachvollziehbar, dass es so sein muss. Aber muss es in demselben Addon schon so krass sein? Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schade. Von der Effizienzgeschichte finde ich es natürlich schick, ne, dass ich jetzt nicht mich hochdingsen muss, ne? Also ich bin auch faul und habe vielleicht dann auch keinen Bock, dass ich mich dann von Raid zu Raid hocharbeiten will, welchen neuen Char stelle. Aber wenn das halt allgemeiner Konsens ist, dass du das machen musst, ne, und dass das halt so ist, dann ist es halt auch ein anderes Spielerlebnis und dann wird den Leuten halt auch vielleicht nicht so schnell langweilig, ne? Wenn du halt den Leuten über die leichteste Mechanik immer alles in den Hintern schiebst, dann ist klar, dass sich viele sofort beschweren, ja, ich habe nichts zu tun, ist alles langweilig, ne? Und eigentlich gibt es viel zu tun, bloß es gibt halt wenig zu tun, was dir eine sinnvolle Belohnung bringt. Und das ist halt vielleicht so ein bisschen das Problem, was man im Moment hat mit WoW. Ah, dein Char ist geparkt. Jo, wunderbar, danke dir. Das wird uns nachher bestimmt gut weiterhelfen. Warte, was müssen wir denn hier noch machen? Ach so, die Dämonenportale schließen. Ja, müssen wir das wieder selber machen oder zählt das mit? Ich habe die Quest nicht. Ach, du hast sie. Ah, okay. Ah, okay. Die habe ich bereits abgeschlossen. Ah, gut. Gut, klar, wenn du natürlich Leute hast und eine Gilde, die komplett mit dir sofort Dings geht, Mythic plus 10, dann hast du es natürlich am einfachsten. Das ist klar. Aber Leute durch irgendwas durchzuziehen, das ging ja schon immer. Also du konntest ja auch im Burning Crusade hergehen. Obwohl, ich bin gerade am Leben, neben Burning Crusades ging es eben nicht. Da konntest du nicht sofort die Leute durch den Raid ziehen. Erstmal, was wahrscheinlich von den Schwierigkeiten ein Problem war, aber auch, weil es Prequests gab, ne? Du hast ja viel, also, man mögen jetzt manche sagen, für jede Scheiße braucht es eine Prequest, aber selbst das mochte ich, dass man sich das erarbeiten musste. Ich mochte das, ne? Da sind vielleicht auch Leute unterschiedlich eingestellt und sagen sich, ja, ich mache mir einen neuen Char und will jetzt aber nicht komplett nochmal alles neu machen müssen. Wobei, das mochte ich. Wobei ich jetzt auch schon wieder rumheul, wenn ich mit einem neuen Char oder mit jedem Gammel-Char quasi beim Hochquesten
wenn ich immer die kompletten Intro-Sachen machen muss. Da heul ich rum. Wobei ich dahingehend. Ah, ich muss unten noch auch Quest machen. Irgendwas hier. Ach, Sachen müssen wir fällen und Mobs killen. Wobei ich dahingehend differenziere, weil wenn ich sage, beim Hochleveln, da möchte ich gerne Elemente, wo man einfach eine Pre oder so machen muss, wenn ich das schon mal gemacht habe, das möchte ich skippen. Aber wenn es darum geht, sich im Raid-Content hochzubasteln, da fände ich es ganz gut, wenn man sich Sachen erarbeiten muss. Von mir aus kann man da auch machen, wenn man es ein oder zweimal gemacht hat, dass man da vielleicht dann eine Skip-Mechanik machen kann, ne? Also, hey, das habe ich schon getan oder so. Da finde ich es gar nicht schlecht. Aber grundsätzlich fand ich dieses Schlüssel- und Pre-System in Burning Crusade nicht schlecht, muss ich sagen. Also besser als ich es jetzt finde. Ich finde es auch total abstrus, dass das Blizzard hergeht und sobald bald ein neuer Content rauskommt, wieder die Belohnungen in den 5-Mann-Instanzen jedes Mal wieder nach oben setzt. Keine Ahnung. Und auch die Schwierigkeit nach oben setzt. Also quasi versucht, den Content immer aktuell zu halten, was ja prinzipiell jetzt nicht so eine schlechte Idee wäre, aber irgendwie alles andere halt entwertet, wie halt den Raid zum Beispiel, ne? Finde ich halt ein bisschen komisch. Ich hätte es lieber wieder, hatte ich letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, dass du so eine Art Punktesystem hast, wie du auch schon damals ich glaube, das kam gut, in Burning Crusade gab es auch schon ein Punktesystem, aber richtig kam es erst mit Wattle raus. Und du dir quasi einen Weekly Cap farmen konntest und mit den Punkten dann Items kaufen konntest, beziehungsweise wie es dann, glaube ich, in World of Draenor war, dass du Items upgraden konntest. Das fand ich sehr, sehr gut. Und da hattest du dann auch schon die Geschichte, dass du zum Beispiel in HC-Inis noch reingehen musstest, um dir die Punkte zum Beispiel zu holen. Das sogenannte Weekly Cap, ne? Weil wer geht denn jetzt im Moment, ich muss näher dran sein, wer geht denn jetzt im Moment HC-Inis? Mit dem Kollegen, wo ich gesprochen hatte, der meinte, eigentlich können sie die HC-Inis rauspatchen, weil sie und NHC eigentlich auch rauspatchen, wenn du nicht zufällig über diese Dinger questest, was ich jetzt zum Beispiel persönlich auch nicht mache. Weil es geht ja eigentlich kaum jemand, wenn er auf Max-Level geht, läuft ja kaum jemand NHC und HC, um sich Gear zu holen, sondern die meisten gehen ja im Plus 0 rein, um das 370er Gear zu holen oder holen sich das Zeug über World Quest, ne? Also, weiß ich nicht, irgendwie die Dinger sind auch so. Ja, so ganz ab vom Schuss, seit es halt so viele Gearing-Quellen gibt. Alles ein bisschen schade. Weil so die grundsätzliche Anzahl, was man jetzt an Möglichkeiten hat, an den Gear zu kommen, sind eigentlich eher zu viele als zu wenige, ne? Aber es gibt zu wenige, die zu wenig sinnige, sagen wir es mal so. Da liegt vielleicht eher so ein bisschen das Problem, was ich sehe. So, jetzt habe ich alle Quests hier fertig. Zwei muss ich oben abgeben, zwei im Lager. Aber das Zeug hast du hier schon alles gemacht, ne? Genau, das hier habe ich gemacht. Ich glaube, jetzt hast du soweit alles, was ich auch hatte. Okay, ich dachte, du hast jetzt hier das halbe Gebiet schon durchgequestet. Nö. Gut, gut. Ich habe gesehen, du warst über mir und dann dachte ich mir, damit Machst du hole ich da noch wieder ein ein bisschen bisschen was? auf. Ja, klar. Aber jetzt bin ich, glaube ich, ein paar Prozent zu weit gegangen. Eine Ini noch gemacht. Eieiei, ich konnte das nicht abwarten. So, jetzt gucken wir mal. Ja, in Inis bringst du dich ja selber um und jemand muss dich ja davon abhalten. Ach so, ja, da ist. Hä, warte mal, da hinten habe ich auch noch eine Quest, da ganz am Ding. Ach so, in dem Lager drinnen, ne? Stimmt, da war Ja. noch was. Irgendwas war da noch. Stimmt, da ganz hinter muss ich noch. Jo, ich wünsche einen schönen Abend, ne? Jetzt bin ich schon Level aufgestiegen. Das ging jetzt relativ zügig eigentlich. Weiß nicht, ich finde in Questen auch mal ganz entspannt. In Dungeons ist halt immer ein bisschen ein Rush. Das ist immer cool, wenn es klappt, ne? Aber wenn du dann mit Inkompetenz oder eigener Inkompetenz dich rumzuschlagen hast, dann kann es auch ernüchternd sein. Vor allem, wenn du halt random gehst, weißt du halt nicht, was du kriegst, ne? Das ist halt das Problem. Wenn wir jetzt eine volle Gruppe sind, dann ist es meistens ganz gut, muss ich sagen. Aber sobald dann die Mehrzahl Leute in random ist und da dann Hans Martin hast, der eine halbe Stunde gegen die erste Wand läuft, naja, dann ist es halt weniger spaßig, zumindest für mich. So, wir müssen einen Kopf besorgen.
Ah, ich hätte diese ganzen Add-ons ausmachen sollen, diese Pet Battle Add-ons. Tja, wo muss ich den Kopf besorgen? Sehe ich jetzt nicht auf der Karte. Siehst du die Marks? Oder wird es einfach nicht gemarkt? Nee, das muss der Kopfassassine. Achso, der war so ein Unsichtbarer, der hier durchs Lager schlich. Und der war bei mir hier rechts vorne irgendwo. Der hat mich dann irgendwann attackiert. Vielleicht rennt er hier irgendwo rum. Also natürlich eine super Quest. Ein unsichtbarer Typ, den man finden darf. Na wunderbar. Das Gebiet ist über das ganze Lager verteilt, wo er sein könnte. Also, lauf mal. Ja, nice. Aber der hat dich angegriffen, oder? Also du musstest Ja, der nicht. hat mich angegriffen. Ich hab Ah. da, da ist er doch. Da haben wir ihn doch. Wunderbar. Nee, den Azeroth-Pilot habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Wäre aber hierfür vielleicht mal ganz sinnig, muss ich sagen. Mir wurde es ja schon mehrfach empfohlen, dass ich das am Anfang vom BFA-Stab mir draufholen soll. Und ich glaube euch, dass das ein tolles Add-on ist. Bloß wollte ich da halt die Story von BFA aktiv erleben. Ja, gut, im Endeffekt bin ich eh durchgerusht, ne, weil ich den ersten Char halt schnell hochkriegen wollte. Was eigentlich wiederum schade ist, weil seitdem habe ich das nicht mehr gequestet. Aber hier für den Low-Content wäre es eigentlich ganz praktisch, ja. Ich glaube, für die nächste Folge ziehe ich es mir mal drauf und dann können wir uns das mal angucken. Muss man da viel einstellen oder ist das so ein Selbstläufer? Du machst das hier drauf und dann läuft das Ding. Und dann können wir tatsächlich mal gucken. Fuck! Ich hasse sowas. Also wenn, dann bin ich selber blöd oder die Quest war noch nicht. Ach, das. Der andere Typ gibt dir die Quest. Na bitte. Weil ich wollte gerade sagen, ich hätte schwören können, der Typ hat mir keine Folgequest gegeben, hat er aber auch nicht, sondern der nächste Typ daneben gibt dir eine Quest. Dass der Fokus von BFA liegt ja eigentlich auf PvP und trotzdem kann man als PvPler nicht 425 Gear bekommen. Doch, kannst du schon. Und wer sagt genau, der Fokus von BFA liegt auf PvP? Das sagt ja im Endeffekt keiner, dass er auf PvP liegt. Der Fokus von BFA, zumindest was die Packung sagt, liegt darauf auf dem Kampf Horde zwischen Allianz, den Fraktionskampf. Das muss aber nicht zwangsläufig PvP sein. Hört sich komisch an, ist aber so, weil schaust du zum Beispiel die Warfront an, was ja eins der Main-Features ist, oder die Inselexpedition, ist es ein Fraktionskampf, aber kein PvP-Kampf, komischerweise, ne? Ich dachte ja auch, dass die Warfront ein PvP-Kampf ist, aber denkst du, ne? Ah, schau mal, das haben wir nochmal einen Teil abgeschlossen. Hol, der hatte eine Quest und jetzt ist die Quest. Ach, habe ich die automatisch angenommen? Hä, der hatte eben eine Quest, aber jetzt ist er. Ach ne, Quest angenommen. Ah, ich habe irgendein Addon drauf, dass das automatisch angenommen hat. Was müssen wir denn dafür machen? Den irgendeinem Posten übergeben, aber. Ach so, drüben wahrscheinlich im Lager ganz links. Glaub, Ich hast du brauche hier eine die. Reagenz hier. Irgendeinen Zopf. Welches Lager? Splitterholzposten, wo ist der denn? Der ist im Westen oder in der Mitte der gesamten Gebiet. Ich bin jetzt tatsächlich am Oder? Überlegen, Nee. ob ich fix nach OG irgendwie gehe, mir da das schnelle Reiten hole, weil das ist halt schon ziemlich nervig, wenn du immer so lahm bist, ne? Das war jetzt nicht durchdacht, weil ich hole mir nämlich nie das schnelle Reiten, weil ich ja eh immer durch Dungeon level und sobald ich dann Level 60 bin, hole ich mir gleich das Fliegen und dann beinhaltet das schnelle Reiten. Warte mal, hier kann ich irgendwas abbauen. Ah, das ist das Ding. Ach so, 8 Pflanzen muss man sammeln, ne? Stimmt. Ach, wie viel brauche ich denn da? Dann Ach, ich brauche 8 Stück. dann kannst du da Ah. was draus bauen, Ja, scheinbar. genau so rum Das habe ist ich es, auch. okay. Okay. Gut, dass du das auch hast, mir das weglegst. Warum musst du denn genau diese dumme Quest, diese Quest, wo du wieder was looten musst? Die hast du natürlich auch. Da hat er gewartet drauf. 5 Stück Na habe ich ja super. schon. Aber die hättest du doch die ganze Zeit schon looten können, die Dinger, oder? Ja, ich war mir nicht sicher, was es ist. Die glitzern. Ah. Es wird ja auch nicht auf der Map angezeigt, ne? Wo das. Aber ja gut, es sind hier so viele, ne? Eigentlich dürfte das jetzt kein Problem werden. Brauche nur noch eins. Brauche ich denn noch? Ich muss gleich mal gucken. 5, 6 habe ich schon. Warte, genau das hier will ich. Achso, genau das willst du, weil das ein bisschen besser aussieht als die anderen. Du kannst den Wolf mal machen dabei.
gut, der greift uns gar nicht an. Ach, jetzt hast du ein neues Set, ne? Was ist das? Ist das T4, was du da hast? Oder ist fünf. Das 5 ist das. Ah, aus Ding hier von Keltas. Genau. Ja, mit Paladin-Sets kann ich. Ja, da kann ich auftrumpfen. Gut, ja, weil du das halt auch, ne? Weil du dann ja auch als Main hast. Ja. Ich find's auch ein bisschen befremdlich, dass du nicht, ich glaube 405 kriegst du ja maximal, ne? Selbst wenn du ziemlich hohes Rating hast. Oder eigentlich müsstest du doch aus der Weekly Chest auch, wie im M+, eine 410er Baseline rauskriegen. Weil ich bin noch nicht so hoch mit dem Rating, deswegen kann ich es jetzt nicht sagen, ne? Sie müssen halt irgendwo gucken, dass du nicht zu schnell auch durch PvP PvE-Gear farmen kannst und du dann durch den Raid-Content zu schnell durch kannst. Ne? Ich denke mal, das ist ihre Hauptsorge, warum sie das machen. Achso, das muss ich jetzt hier noch zusammenbasteln, dann können wir es abgeben gehen. Immer schwierig. Es war halt für Blizzard noch einfacher, als sie irgendeinen Extra-Stat drauf hatten und die das PvP-Gear vom PvE-Gear abgrenzen konnten. Da war es für sie halt noch einfacher, dass du besseres Gear kriegen konntest. Aber den Weg gehen sie jetzt leider nicht mehr. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob es besser oder schlechter ist, ne? Kann man auch drüber streiten. Achso, ich wollte ja eigentlich... Soll ich das... Wie lange dauert denn das? Meinst du, das ist sinnig jetzt nach OG zu fliegen? OG ist nur eine Flugstation weiter. Und du landest ja, glaube ich, sogar oben. Da kannst du direkt reiten lernen und dann kannst du dich ja zurückporten. Habe ich hier den Port? Dann laufen wir ins nächste Lager. Ich nehme da den Portpunkt an und dann mache ich das. Okay. Jetzt sind wir schon halb unterwegs. Nee, weil wenn wir nach Dings gehen... Ja, ist halt die Sache. Ich merke das halt schon, ne? Du mit dem schnelleren Mount bist du halt immer schon ein Stück voraus. Gucken, ob ich schon wieder besseres Gear, was ich anlegen kann. Aber das muss ich dann schon wieder neu transmoggen, ne? Deswegen transmogge ich so ganz, ganz, ganz ungern in der Levelphase. Wenn man eh alle 5 Minuten ein neues Item kriegt, gefühlt zumindest. Aber sollen wir mal ein bisschen gucken. Deswegen habe ich eigentlich nur mal Main, also meine 2 Main-Chars habe ich gegeert. Und dann immer, wenn mich Leute so lange im Stream nerven, dass die Chars so hässlich ausschauen, dann gehe ich natürlich mal wieder einen anderen Transmoggen, ne? Aber so der krasse Transmogger bin ich auch nicht. Warte mal, was hat denn Flamer wieder gepostet? Ach fuck, ich habe schon wieder meine G-Tasten, die irgendeine Scheiße spammen, weil ich sie falsch eingestellt habe. Sagen wir die mal aus. Das ist auch immer nervig. Was denn du da gepostet? Ich guck's mir gleich mal an, wenn ich jetzt gleich nach OG rüberflieg. Nehmen wir hier nochmal alle Quests an. Obwohl, es sind da eh bloß noch 2 Level, oder? Bis mal. Naja. Ich bin gerade hin und her gespalten. Hier mit über 1000 Gold müsste ich es mir erkaufen können, ne? So teuer war das ja, glaube ich, nicht. Hier den Ruhestein kann man ja umsetzen auf das hier. Der Ruhestein-Typ. Ja. Ach, da ist der. Ah ja, okay, wunderbar, danke dir. So, dann fliegen wir jetzt kurz mal rüber. Dann hole ich mir das schnelle Reiten. Und kann mich ja... Naja, gut. Dann gucke ich mir, was du mir da gepostet hast für einen Screenshot. 27.000, das ist echt günstig hier. Das würde ich mir kaufen für 27. Hast du extra einen Server nicht drauf gemacht, ne? Das ist günstig. Alles unter 100.000 ist günstig. Um es vielleicht für die Leute zu erklären, was das für ein Item ist. Und zwar, das ist ein Toy-Item, was man früher über das Kartenspiel bekommen hat von Blizzard. Also nicht quasi Hearthstone, sondern es gab so ein WoW-Kartenspiel, also wirklich so ein Training-Kartenspiel, wo du richtige Karten hattest. Und auf diesen Dingern waren halt auch Loot-Codes drauf. Und unter anderem gibt's da, ich kann euch das mal zeigen, auch hier Sammelkartenspiel gibt's auch Mounts, ne? Also Spektaltiger zum Beispiel ist eins von denen. Oder hier, ich habe
Ich habe einige von den Mounts. Nicht alle, ich habe etwa die Hälfte von den Dingern. Letztens habe ich mir hier die blaue Rakete für 6 Millionen gekauft. Ne? Genau. Und da ist es quasi so, dass es halt auch Toys gibt. Und ein paar von den Toys haben es aber auch in den Black Market geschafft. Und ich habe mir die, ja, Ende Legion war das, habe ich mir die mal alle zusammengekauft. Mühsam von 10 Servern immer gecheckt, ob die mal drin sind, ob die Preise passen und so. Und teilweise habe ich mir die für 200.000 Gold oder so gekauft. Also 27k ist für die Teile ziemlich, ziemlich günstig in dem Fall. Wobei, jetzt mit der ganzen Deflation, ne, sie sehen natürlich die Preise auch wieder ein bisschen anders aus. In Legion hättest du kein Kartenspiel-Mount für unter Goldcap gekriegt. Jetzt habe ich die Rakete für 600k, 600, nee, 6 Millionen bekommen, was auch viel Gold ist. Aber da sieht man schon ein bisschen, dass die Deflation gut zugeschlagen hat, ne? Ist klar. Hast du die Onyx-Wolkenschlange? Die vom Schar des Zorns, ne? Oder ist das die Onyx-Wolkenschlange? Ich bin jetzt gerade überlegen, ich müsste die sein, ne? Halt, ich muss wieder alle einblenden. Ich muss ja bloß runterscrollen. Hier, die himmlische Onyx-Wolkenschlange, ja, nee, die habe ich nicht. Das ist das einzige Mount von den World Bossen, das ich leider noch nicht habe. Leider, leider. So viele fehlen mir nicht mehr. Ich habe ja jetzt mittlerweile auch 5 Insel-Mounts. Das waren ja die, wo mir noch die meisten gefehlt hatten. Stimmt, hast du ja erwähnt. GZ dazu. Jetzt läuft's, ne? Auf einmal. Danke, ja. Ja, gut, aber ich habe auch nichts anderes gemacht als Inseln gespammt die letzten Tage, ne? Ich konnte jetzt keinen Content machen, der irgendwie, wo ich jetzt eine gute Zeit investieren oder so musste, weil ich halt, ne, ein bisschen verhindert war. Und dann dachte ich, gut, Spam ist halt Inseln, ne, das kannst du immer machen. Wenn da mal ein bisschen AFK geht, das Schlimmste, was passiert, kicken, dass sie dich kicken. Aber oftmals wirst du nicht mal rausgekickt, das ist ganz, ganz entspannend eigentlich. So, jetzt kaufen wir uns hier mal. Hast du auch einen Counter für Inseln? Also weißt du, wie viele Inseln du schon gelaufen bist bis jetzt? Ja, wobei es sind mehr als im Counter steht, weil der Counter halt über Rarity läuft und leider der Typ von Rarity das nicht mehr bast, also weitergebastelt hat. Also schon Ende Legion hat der, glaube ich, aufgehört. Und es hat halt leider jetzt immer relativ lang gedauert, bis irgendjemand andere das übernommen hat und quasi das geupdatet hat, ne? Deswegen sind da viele Inseln nicht drin. Aber zumindest das, was ich als Counter habe, sind auf jeden Fall die und dann sind es halt noch ein paar mehr, ne? In den Zeiten, wo ich halt das gemacht habe, wo der Counter nicht gezählt hat. Auf dem einen sind es, auf meinem Account habe ich 1290 und auf dem anderen gucke ich auch ganz schnell mal, sind es 1350, ne? Also ich bin bei über 2500 in etwa Inseln im Moment und habe jetzt 5 Mounts, ja. Von 9 oder wie viel gibt Von 9, genau. Also ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich jetzt. Ist in Ordnung, würde ich sagen, ne? finde, das ist eine ziemlich geringe Drop-Chance. Wenn du es nicht hast, dann wer soll es sonst so viele haben? Es gibt bestimmt irgendeinen Lucky-Typen oder jemanden, der Hardcore. Also ich bin mir sicher, dass es einige Leute gibt, die Hardcore mehr Inseln gefarmt haben als ich, aber jetzt 2500 Inseln zu haben, ist jetzt schon mal. Wahrscheinlich nochmal 200-300 mehr, ne? Schätze ich jetzt mal. Weiß nicht, ganz am Anfang hat es nicht funktioniert und die neuen Inseln hat es eine Weile auch nicht gezählt. Sind wahrscheinlich ein paar hundert mehr. 200 vielleicht. Vielleicht sind es auch 300-400 mehr. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich denke mir jetzt nicht krass viele mehr als die, die ich im Counter habe. Und es gibt da bestimmt schon irgendeinen crazy Typen, der den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat außer Inseln und jetzt bei 4000 Inseln oder so ist, ne? Gibt's sicher. Es gibt sicher auch jemanden, der hat 500 Inseln gelaufen und alle Mounts. Das gibt's auch immer, ja? Dass der halt der übelste Lacker war. Also, ja. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo nachgucken kann, ob jemand, ob es eine Seite gibt, die das einfach filtern kann, wer welche Mounts hat, ne? Das. Wenn Ich man weiß cool nicht, vielleicht. früher konntest du bei WoW Arsenal sogar in die Statistik reingucken und sehen, wie oft jemand in welcher Ini drin war. Ich glaube, mittlerweile geht das nicht mehr. Also wüsste ich auch nicht, wie eine Seite das rausnehmen will, die ganzen Daten. Gäbe es das, würde es wahrscheinlich funktionieren. Ja, irgendwie. Naja, also man kann ja öffentlich im Arsenal alle quasi Mounts von dem Charakter auslesen, aber es müsste halt eine Seite geben, die eine Schnittstelle quasi hat, wo man auswählen kann, ich will nur Leute angezeigt haben, die das Mount, das Mount, das Mount, das Mount, das Mount, das Mount haben, ne? Dass man es da sehen kann. Oder
Andersrum wäre es vielleicht, wenn es ein Mount Ranking, eine Seite für Mount Ranking geben würde, wo man dann einfach auf Platz 1 guckt, wie viele Mounts der hat und dann den anschaut, wie viele Inselmounts er hat. Das würde auch geben, aber beides ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt. Deswegen, Deswegen schwierig an der Stelle. Ja, aber ich denke mal, mit 5 bin ich jetzt echt schon ganz gut dabei. Ich war ja auch bei 2000, über 2000 hatte nur 2, ne? Und jetzt habe ich in relativ kurzer Zeit 3 weitere gekriegt. Also kann ich jetzt mich da nicht beschweren. Allein in der Woche habe ich ja 2 Stück bekommen, ne? Aber ich habe wirklich auch ziemlich krank nichts anderes als Inseln gemacht. Wie gesagt, ich war ja auch selber krank gewesen, ne? Konnte nicht viel anderes machen und dann mich halt hingehockt und habe halt ein paar Inseln gefarmt, ne? Hilft ja nichts. So. Die Quest haben wir schon mal. Da hinten müssen wir noch irgendwas machen. Furbolgs müssen wir umboxen. Interessant, dass die Horde hier das Elfengebäude übernimmt, ne? Quasi. Siehst ja die Leichen hier vor der Tür. Naja, die haben hier gut aufgeräumt, ne? Kannst du nix sagen. Glaube, die sind hier rechts. Okay, die Zone wird mir hier komplett angezeigt. Aber hier war schon einer unterwegs, wie es aussieht. Ah ne, das sind bloß die von den Wachen gekillt worden sind. Komm, ich flitze jetzt mal ein bisschen drüber. Genau, jetzt könnte ich theoretisch andere Sets transmoggen, aber ja, das mache ich später dann, würde ich sagen, oder? Wenn ich jetzt jedes Level ein paar Transmog-Teile draufhaue, dann wäre ich irgendwann arm. Komm mal hier zu mir zusammen. Ja, ich suche. Fuck, jetzt resetten die ersten hier. Du meinst, das 5 Millionen Mount ist schuld, warum es so wenig Gold gibt? Nein. Also, beziehungsweise ja, aber natürlich nicht nur. Und ich glaube, das hat ehrlich gesagt den kleineren Grund. Du musst sehen, diese ganze Inflation, die krasse Inflation, hat angefangen mit Warlords of Draenor, ist dann noch extremer geworden in Legion und hat den Hauptgrund, also den ich glaube und viele andere auch glauben, einfach den Missionstisch. Du konntest was ich an Gold in WoD gemacht habe, war krass. Und ich war einer der Leute, die behauptet haben, in WoD hab ich extrem viel Gold über den Missionstisch gemacht, auch über andere Sachen, aber sehr, sehr viel über den Missionstisch, weil der war ja ein Selbstläufer. Du musstest ja keine Ressourcen selber sammeln, sondern die Ressourcen hast du ja, also du hast einmal das Setup gebastelt quasi und hast dann quasi ohne noch was weiteres zu tun über den Missionstisch einfach das Gold gekriegt, weil du Goldmissionen bekommen hast und der Missionstisch dir aber auch gleichzeitig die Ressourcen gegeben hat, um neue Missionen loszuschicken. Also war quasi ein Selbstläufer. Du hast einmal deine Vision so setupen müssen, dass du es quasi diese ganzen Typen auf maximal Gold quasi ausgelegt hast und dann lief das halt, ne? Und ich bin davon ausgegangen, okay, so wie das da ist, wird das in Legion nicht mehr sein, ergo wird die Inflation zurückgehen, beziehungsweise zu einer Deflation. Davon bin ich ausgegangen. Was ich nicht gedacht habe, dass du zwar dann in Legion zwar aktiv lostigern musst und Ressourcen sammeln und dann Missionen losschicken kannst, dann dachte ich mir, gut, das macht keiner. Und ich habe das am Anfang auch nicht gemacht, weil ich dachte, okay, das ist es dann nicht wert, wenn ich dann was tun muss für mit den Twinks, dann lohnt sich's nicht. Hab aber unterschätzt, wie viel Gold du dann in Legion dadurch machen konntest. Und hab das erst am Ende von Legion angefangen. Ich hab aber weit über 10 Millionen Gold alleine in den letzten halben dreiviertel Jahren, ja, wahrscheinlich gar nicht mal, etwa halbes Jahr von Legion, habe ich noch mit der Dings gemacht, ne? Mit dem Missionstisch. Hab halt mir da mit einigen Twinks das aufgebaut. Hätte ich das am Anfang vom Addon gemacht, das aufgebaut und die Ressourcen gesammelt, ich hätte, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich hätte bestimmt auf 100 Millionen Gold kommen können mit dem Scheiß, ne? Ich war am Ende von Legion dann auf 40, 48 Millionen war ich oder so. Das ist natürlich nicht alles über den Missionstisch gewesen, aber 10 bis 20 sowas habe ich über den Missionstisch tatsächlich gemacht, ne? Und das wirklich nur am Ende. Also als Argus draußen war, habe ich angefangen quasi das Zeug zu machen. Das war ja wirklich der letzte Patch, ne? Also der letzte große. Achso, wir müssen hier irgendwas aufstellen, ne?
Das ist halt schon. Das war schon echt krass. Und du musst sehen, jetzt ist das Ding, es gibt immer noch einen Missionstisch, aber wenn du es vergleichst, du kriegst jetzt halt für eine Mission 100 Gold. Du hast in Legion eine Mission gehabt, die haben 2500 gebracht, plus wenn du es abgeschlossen hast, nochmal 2500. Du hast 5000 Gold teilweise durch eine Mission gekriegt. Das war absurd, ja. Nicht alle haben so viel gebracht, aber du konntest teilweise am Char etwa 10.000, mit einem Char am Tag etwa 10.000 Gold kriegen. Es waren teilweise zwei bis drei von diesen Quests gleichzeitig aktiv, ne? Und jetzt, was kriegst du jetzt am Tag? 300 Gold oder so. Du kriegst halt nur noch einen winzigen Bruchteil davon. Und außerdem musst du viel mehr machen, um an Ressourcen zu kommen im Verhältnis. In Legion gab es halt Missionen, die haben 1200 Ressourcen gebracht. Nur ist teilweise nur 30, 40, vielleicht mal 50 für eine Dings gebraucht. Jetzt kriegst du halt irgendwie für World Quest 30 bis 40 Ressourcen, brauchst aber trotzdem 20, 30, um eine Mission losschicken zu müssen. Also das Verhältnis ist halt ein viel krasseres, was du tun musst, im Gegensatz zu einer Mission, die du losschicken kannst, ne? Ich habe teilweise ein, zwei Tage mit, Dings gemacht hier, ne? In Legion Missionen, wo ich ein, zwei, drei von diesen 1000 irgendwas Ressourcendinge gemacht habe und dann einen Monat lang nichts mehr, aber bei jedem Tag Missionen losgeschickt, ne? Also du musstest im Verhältnis nur sehr, sehr wenig machen und konntest relativ lange Missionen losschicken. Jetzt in BFA musst du halt teilweise eine World Quest für eine Mission machen können. Vielleicht nicht ganz, vielleicht eher für eine World Quest kannst du zwei Missionen losschicken, kriegst aber nur 200 Gold oder so im Verhältnis. Und das ist halt nichts oder einfach zu wenig, dass sich's lohnen würde. Und der Goldwert ist halt so gering, dass du da halt keine Kohle mit machst. Und das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum du diese Deflation hast. Wenn du halt allen Leuten einfach einen Haufen Gold gibst, dann kriegst du eine Deflation. Und der Missionstisch ist halt, da musstest du nichts können oder nicht gut sein. Du musstest auch nicht viel spielen. Ich habe das zum Beispiel komplett über diese Handy-App gemacht irgendwann. Ich habe mir einmal im Monat vielleicht mit den Chars ein bisschen Ressourcen zusammengefarmt und dann habe ich mit den Chars eigentlich nicht mehr eingeloggt. Ich habe das nur über diese Handy-App gemacht. Das konntest du nur mobil machen, das konntest du machen, wenn du irgendwo gewartet hast, wenn du kurz nichts zu tun hattest, konntest du das halt einfach durchballern, ne? Jetzt müssen wir wieder ins andere Lager zurück, sehe ich gerade. Wollen wir da hinfliegen? Es geht, glaube ich, schneller, ne? Ja, fliegen. Und deswegen hattest du diese krasse Inflation, ne? Und jetzt hast du halt die Probleme, dass am Anfang von dem Addon noch sehr viel Gold im Umlauf war, über diese ganze Geschichte mit dem Missionstisch. Und du musst ja immer auch sehen, das war Raw Gold. Es wurde neues Gold damit im Spiel quasi generiert. Alle Sachen, die im Auktionshaus verkauft werden, generieren kein neues Gold. Das schiebt immer nur Gold hin und her. Zumal durchs Auktionshaus wird ja sogar noch Gold rausgenommen. Die einzige Möglichkeit, wie du Raw Gold machst, ist quasi Mobs umhauen, bringt so gut wie kein Gold. Questen bringt so gut wie kein Gold. Und das dritte war halt quasi dieser Missionstisch. Und der hat im Verhältnis so viel mehr neues Gold generiert, dass du auf extreme Summen kommst. Alle Geschichten, wo es jetzt um viel Gold geht, wo du jemandem Gold gibst, quasi, um irgendwie dich zu boosten oder dass du Gold bekommst, weil du jemanden boostest oder Sachen im Auktionshaus über einen Handelschannel oder irgendwo verkauft werden. Das generiert kein neues Gold. Das sind zwar große Summen, aber das sind einfach Summen, die durch solche Sachen generiert wurden. Und wenn du quasi das rausnimmst, zusätzlich kam jetzt noch diese Auktionshaussteuer mit einzelnen Stacks rein, wo extrem viel auch nochmal rausgenommen wird. Aber das ist, glaube ich, nicht einer der Hauptgründe. Das ist eher so ein nebensächlicher Grund. Der Hauptgrund ist meiner Meinung nach diese Geschichte mit den Missionstischen, ne? Und das merkst du halt jetzt langsam. Jetzt ist Legion schon ein Jahr, Legion sage ich mal noch, BFA hat schon ein Jahr draußen. Und jetzt merkst du, dass das immer weiter abbricht und dass die Preise runtergehen. Und am. Sch jetzt können wir wieder zurück. Ernsthaft? Wegen einer Quest sind wir jetzt hierher geflogen? Na gut. Zod'Gor, wo ist denn Zod'Gor? Ach, der würde uns zu einem neuen Lager fliegen? Wollen wir das mal machen? Was ist denn das hier? Am Gall, ach so, Ganz rum heißt im es. Westen an der Küste. Ja, lass mal machen, oder? Ja, lass da mal hinfliegen, okay. Hört sich gut an. Lass das mal machen. Wenn uns das da schon hinbringt. Nee, und das wird jetzt immer extremer. Und wo du es vor allem dran merkst, sind solche Sachen wie jetzt diese Kartenspielgeschichten, weil die immer sehr, sehr teuer waren. Also eigentlich hast du Ende Legion, hast du kein Kartenspiel-Mount mehr für Goldcap gekriegt, ne? Weil
weil das Gold so wenig im Verhältnis zu Euro oder einer anderen Währung halt wert war, dass sich's halt nicht mehr rentiert hat, das für Goldcap zu verkaufen. Die Leute haben es halt nur für mehrfaches Goldcap verkauft. Und das ändert sich so langsam gerade. Im Moment, wie du es bei mir siehst, dass ich halt für 6 Millionen Gold mir diese Rakete kaufen konnte. Die war davor in Legion auch noch viel, viel teurer, ne? Ist natürlich, wenn du clever bist, was ich leider auch nicht war, ne? Aber wenn du clever gewesen wärst, dann hättest du deine X-Millionen aus Legion gebunkert. Wie gesagt, ich hätte Ende Legion fast 50 Millionen zusammen, ne? Hättest die gebunkert, wartest jetzt noch bis Ende BFA und dann sind die 50 Millionen halt nicht mehr 50 Millionen wert, sondern das Dreifache vielleicht im Wert und hätte ich dann quasi die Kartenspiellinge aufgekauft. Bloß so Entwicklungen sind halt immer schwer abschätzbar. Ja? Im Moment, eigentlich war es in der Geschichte von WoW immer so, dass das Gold immer weniger wert geworden ist. Also sprich, dass du immer eine Inflation hattest und keine Deflation. Ne? Das ist jetzt eigentlich so das erste Mal, dass du so eine richtige Deflation hast und zwar eine richtig krasse. Mal gucken. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Blizzard da vielleicht wieder was basteln wird, den Missionstisch vielleicht wieder interessanter macht oder vielleicht irgendeine andere Quelle, da kann ja immer noch was reinkommen und dann kehrt sich das Ganze wieder. Das Problem ist, ich habe halt das Gold, ja, ich will jetzt nicht sagen mit vollen Händen ausgegeben, aber schon einiges rausgehauen, das 5 Millionen der Mount. Ich habe mir damals noch das Argus Mount gekauft für 6, 7 Millionen vom Endboss, damals aus Mythic. Meine Gilde hat sich ja leider bei Aggramar Mythic aufgelöst. Und dann war halt die Entscheidung für mich, okay, wenn, dann suche ich mir jetzt eine neue Gilde und versuche halt jetzt nochmal irgendwie das Mount zu kriegen. Aber wenn du wo neu reingehst, dann stehst du bei der, ne, von den, also bei den meisten Gilden ist ja so, die Leute, die lange dabei sind, haben dann halt Vorrechtsanrecht aufs Mount. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche eigentlich nirgends reingehen und den jetzt nochmal progressen. Weil bis wir das haben, kriegen dann wahrscheinlich nur drei, vier Leute das Mount. Und wenn du neu dabei bist, stehst du ganz unten an der Liste, deswegen bringt's dir nichts. Und ich wollte es halt nicht im nächsten Add-on nochmal totfarmen. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich gebe jetzt einfach ein paar Millionen aus, kauf's mir und hab dann im nächsten Add-on Ruhe und hab da keinen Stress mit. Ne? Weil sowas nachzufarmen ist immer ätzend. Und da habe ich Kohle ausgegeben. Ich habe mir ja dann den Dings gekauft gehabt, das Mount aus nicht Thron des Donners, hier Nalak quasi im Black Market habe ich mir gekauft gehabt und noch was Teures. Ah ja, genau, den Dingsdrachen, ne, den verseuchten Protodrachen habe ich mir im Black Market auch nochmal für 5, 6 Mille gekauft. Oder war der teurer? Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ein höherer. Warte mal. Na. Ich konnte die Quest jetzt hier von dir übernehmen, weil der Typ losläuft. Interessant. Die Spinne, genau. Wobei, ehrlich gesagt, die Spinne sind im Vergleich zu den anderen Sachen, die alle über 5 Millionen gekostet haben, ist die Spinne mit 2 Millionen schon eher günstig gewesen, ne? Also, lauter solche Sachen, ne? Dafür habe ich halt richtig Kohle rausgehauen. 30 Mille oder so habe ich alleine für sowas rausgehauen. Da geht halt das Gold gut raus. Vor allem bei so Kartenspielgeschichten geht das Gold gut raus. Das ist leider so. Eine Frage hätte ich. Hast du das alles mit deinem Allianz-Dodo gemacht? Das allermeiste davon ausgegeben und eingenommen an Gold? Weil das könnte man in der Statistik sehen. Weißt du, das rechnet ja alles zusammen. Nein. Ausgegeben und eingenommen. Also viel habe ich ja, wie gesagt, über die Missionstische gemacht und das habe ich auf die Charts verteilt. Das, was ich. Sogar die Cellruns habe ich nicht auf dem Allianz-Dudu, weil ich teilweise ja auf allen möglichen verschiedenen Servern die Dings das Gold bekommen habe. Deswegen habe ich ja jetzt noch auf, keine Ahnung, wenn ich kann mal reinschauen, hier zum Beispiel auf Maligos, wo ich nur ein Level 1-Char habe, habe ich 1,3 Millionen Gold noch rumfliegen. Ne? Also mit der Statistik wird man es nicht sehen können, leider. Weil das ganze Gold ich ja durch viele verschiedene Chars, beziehungsweise das, was ich zwar mit Main geboostet habe, ne, habe ich das Gold ja nicht unbedingt auf Main gekriegt, sondern halt auf anderen Account auf anderen Servern. Ne? Und deswegen wird es mit der Statistik schwierig. Da musst du es händisch machen. Durchswitchen die Charts und eine Excel-Liste machen. Also mein Addon hat mir das ja mal angezeigt. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel hier mir anzeigen, alle Charts. Jetzt habe ich hier auf dem Account habe ich nur 11 Millionen Gold, was halt nicht mehr viel ist. Ne? Und auf dem anderen werde ich wahrscheinlich auch nochmal sowas haben, oder? Wenn ich jetzt mal gucke. Was? Was? Auf dem anderen Account habe ich nur das. Scheiße, ich habe nicht mehr mit 20 Millionen Gold jetzt, ne? Kacke. Ich merke gerade, wie arm ich bin, ne? Was habe ich denn hier? Ich habe nur 18 Millionen, aber auf allen Servern insgesamt zusammen, das ist halt nichts mehr, ne? Bald musst du Scheiße. deinen Körper verkaufen gehen. Ja, du, das ist, jetzt kommt echt bald schon so weit, ne?
Nee, deswegen hatte ich ja letztens gesagt, wo ich mir das eine Dings. Müssen wir den Typen begleiten oder was macht der hier? Weiß es nicht. Also, Ist einfach losgelaufen. ich habe die Quest automatisch angenommen, als du. Oder es kam so ein Fenster, willst du die annehmen, wo du die angenommen hast? Weißt du, kann der nicht mal schneller laufen? Ich hasse solche Typen. Ich habe ihn sofort markiert, als er losgerannt ist. Also kann auch sein, dass er gleich einfach despawnt und sagt, ja, ich lasse euch mal allein. Ja, weißt du, ich verstehe es ja. Früher war es ja teilweise so, dass diese NPCs weitergelaufen sind, wo du gekämpft hast. Dann verstehst du, dass sie so langsam laufen, dass du in der Zeit hast zu dingsen. Aber er greift ja die Ziele an, die wir angreifen. Heißt, er hört ja eh auf zu moven, wenn wir irgendwie in den Kampf kommen. Heißt, dass er langsam läuft, ist eigentlich bloß eine Tortur. Mehr ist es nicht und eine Schikane. Weil er könnte halt einfach schnell laufen und sobald er irgendwas ihm was angreift oder wir irgendwas angreifen, hilft uns ja eh. Also, ich verstehe es nicht. Eigentlich könnte er sogar in Mount Speed laufen, weil du ja im normalerweise auch aufgemountet rumrennen könntest. Der beschwört hier scheinbar den Boss, den wir jetzt für eine Quest brauchen. Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Hoffentlich. Nee, wir können das Ding anklicken. Also ich habe es zumindest angeklickt. Gut, das ist ja immer so eine Sache, ne? Das Gold hat übelst verstückelt, das ist mein Problem, weißt du? Aber, ne, hättest du lieber in Legion das Gold gefarmt, da wäre es deutlich einfacher gewesen als jetzt. Also im Moment muss ich echt sagen, also ich habe jetzt in BFA noch kein, nicht wirklich Gold gefarmt. Ne? Hab zwar mit dem einen oder anderen Char halt schon Plus gemacht, ne? Durch verschiedene Aktivitäten, auch aus dem Raid mal irgendwelche Items verkauft oder so, aber ich habe mich noch nicht hingehockt und gesagt, hey, ich mache jetzt was nur um Gold zu farmen. Meistens habe ich halt Gold bekommen durch das, dass ich anderen Content gemacht habe, den ich halt machen wollte wegen Achievement Mount oder irgendwas anderes. Aber dass ich jetzt Content ausschließlich mache, um Gold zu farmen, habe ich in BFA noch nicht gemacht. Zumal es gibt auch nicht so viel, wo du jetzt krasses Gold machen könntest, ne? Am meisten machst du ja eigentlich immer, also meiner Meinung nach machst du am meisten dadurch, dass du gut bist und irgendwelche Leute wo durchboosten kannst. Das hat eigentlich für mich immer am schnellsten das meiste Gold gebracht. Das beinhaltet aber, dass du A, gut sein musst und auch andere gute Leute hast, mit denen du das machen kannst und dann auch noch irgendwo eine Struktur, wo du Leute herkriegst, die quasi das geboostet haben wollen und am besten brauchst du halt nur irgendwas, was du halt boosten kannst, ne, was sinnig ist, wo es halt effizient ist. So einen kompletten Raid zu boosten ist immer relativ langwierig und eigentlich, meistens nicht so zielführend und gewinnbringend. Am besten gehen halt solche Sachen. Also, wo ich am meisten Gold gemacht habe, war halt sowohl bei Archimonde damals, den Endboss in HFC, und auch der Endboss vom Addon, wo es einen Mount gab, ne, im HC. Das konntest du halt irrsinnig gut boosten. Und selbiges gab es dann auch nochmal für Argus im HC. Da habe ich das gleiche gemacht, ne? Solche Geschichten. Da konntest du irrsinnig gut Gold generieren. Da mit Argus habe ich ja teilweise am Ende von Legion habe ich ja teilweise 1 Million Gold am Tag gemacht. Ne? Also es war ein Abend, 3 bis 4 Stunden waren das, 1 Million Gold. Heißt so im Schnitt 300.000, 250, 300.000 hast du da im Schnitt in einer Stunde gemacht. Und das ist ein sehr guter Goldwert. Das war aber halt, ich hatte das Gold dann aber halt auf verschiedenen Servern. Warte mal, einen Nager brauche ich tatsächlich noch. Ich hatte das Gold dann halt quasi auf allen möglichen Servern. Deswegen habe ich ja, wie ich jetzt hier gezeigt habe, auf verschiedenen Servern mit einem Level 1-Char diese gut, Kleckerbeträge jetzt auch teilweise 1 Million, ne, was ich dann noch rumflacken habe, rumliegen. Das war halt eine coole Sache, aber das geht halt immer auch nur sehr, sehr temporär, will ich damit sagen. Also das kannst du halt nicht die ganze Zeit machen, leider. Schön wäre es, wenn sowas gehen würde. Ach so, geht ihm beide? Ah, das ist natürlich cool. Dann sollten wir das später mal angehen, die Arena-Quests. So. Was denn jetzt noch machen? Ach so, müssen da ganz hoch müssen wir, ne? Sollen wir Ich das habe anders? hier an der Küste noch zwei Quests. Hast du die nicht? Hier Ach links? so, ja, oh doch, ich sehe die gerade. Ah, die habe ich irgendwie ausgeblendet, komischerweise. Lass da mal hingehen. Jetzt muss ich die Eschental mal alle wieder anklicken. Ich hatte nämlich die ganzen anderen noch irgendwie drin, auch Steinkrallengebirge und so.
Ja, vielleicht das mit dem Wasserschreiter ist tatsächlich eine clevere Geschichte. Solange es noch geht. So, ja, gut, danach geht's auch noch, wenn du das Wasserding reinpackst, ne? PV. Gut, natürlich kannst du PvP auch boosten, wobei du musst halt immer in dem Bereich so gut sein, dass du es boosten kannst. Ne? Und PvP habe ich meistens jetzt in den Addons nicht gespielt, dass ich sagen könnte, ich könnte es jetzt krass boosten. Ne? Ich weiß auch nicht, was da die Preise sind. Was ich halt immer gemacht habe, ist, wie gesagt, so Bosse, wo es Mounts gab, die waren halt immer sehr begehrt. Und da konntest du im Verhältnis sehr, sehr viel nehmen. Ne? Wenn du einfach nur den komplett, also wir haben teilweise auch komplette Raids, aber durchgeboost, aber das hat sich nicht rentiert, weil es ewig gedauert hat. Und es war halt einfach Zeit Gold technisch nicht sinnvoll. Also so Mount-Bosse, das war eigentlich immer das Beste, was du machen konntest. Da haben die Leute waren immer bereit, sehr viel zu zahlen. Vor allem, wenn das so Sachen waren, meistens am Ende von dem Addon, ne? Kurz vorm Rauspatchen, da konntest. Warte mal, wir brauchen irgendein Öl von der Hydra. Kacke. Oder hast du hast wahrscheinlich das Öl auch nicht? Nö, nö. Shit, okay, dann jetzt müssen wir die Hydra erstmal suchen. So ein Mist aber auch. Vielleicht sollte ich mir das Ding mal rausziehen. Machen wir das mal so rum. Klar, aber ich weiß jetzt nicht, was kriegst du denn für so ein 2 gegen 2 Game? Na, müssen wir da runter und so eine Hydra suchen, oder? Ach, schau mal, da unten ist zum Beispiel so Ja, eine da. Hydra. Du, das kann natürlich auch lohnen, ne? Viele boosten auch M Plus. Ich habe auch ein paar M Plus geboostet zum Beispiel, aber da jetzt eher nicht so viele. Mehr war mehr Dings der Bumster. Ah super, das droppt nicht von jeder Hydra. Jetzt musst du geboostet werden, ne? Was M Plus meinst du? Naja. Ja. Altmetall müssen wir auch einsammeln. Ach shit, müssen wir auch noch. Lass mal gucken, ob sich das teilt, wenigstens. Nein, das ist eine Sammelquest, das wird sich hundertprozentig nicht teilen, aber du meinst, dass das nicht weg ist, ne? Ja, schau mal. Nee, vergiss es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja, verdammt wir uns ein bisschen. Jetzt müsste man Druid sein, ne? Dann könnte man wenig schneller schwimmen. Nee, ich hab sowohl in Legion als auch in BFA mit der Gilde teilweise Leute geboostet im Dings. Das geht voll klar. Ich stelle mich ja nicht ganz dumm an. Ich habe nicht viel M Plus gelaufen. Ich habe jetzt auch keine High-Key-Erfahrung. Nur da will ich jetzt gar nichts anderes erzählen. Aber ich bin halt nicht ganz grenzdebil und mein Char ist relativ, oder meine Chars sind meistens gut equipped und dann kommen da gut durch. Wenn halt aus der Gilde dann oder so Leute dabei sind, die gutes Gear haben, dann kannst du so einen 10er auch easy boosten. Das ist kein Stress. Ich merke zum Beispiel auch jetzt in M Plus, wenn ich alle Instanzen mal gelaufen bin, hast du natürlich andere Erfahrungen. Aber ich habe letztens gesehen, ich war zum Beispiel in dem Addon nicht mal jede Instanz M Plus gewesen, ne? Weil ich halt einfach nur immer die gemacht habe, die ich gebraucht habe und die anderen einfach ausgelassen. Warum? Weil mir der Score halt einfach auch nicht wichtig war. Ich habe so auch immer Gruppen gefunden. Es war kein Stress. Das war jetzt erst ein Problem mit dem Ali-Char, ne? Mit dem ich halt nichts vorzuweisen hatte. Und deswegen habe ich mir da jetzt schnell den 1000er Score zumindest hochgebastelt. War mühsam, muss ich sagen. Ne, es war echt mühsam, sich mit den Random-Gruppen da hochzuballern, aber ja, irgendwann hast du es halt auch und dann kommst du in bessere Gruppen rein. Dann ist es nicht mehr so der Stress. Aber es ist witzig, mit anzugucken. Aber ich habe auch teilweise mit Leuten gespielt, ne? Ja, Meine das war Herren. echt furchtbar, was du da abgekriegt hast. Ist ja alles gepult und nur gefailt ohne Ende. Ja, weißt du, das sind aber dann teilweise keine Leute, wo ich sage, die sind schlecht, weil sie halt nicht wissen, was für Tasten drücken oder so, sondern es sind halt, ich weiß nicht, die sind einfach grenzdebil. Also manche Leute, ich weiß nicht, wirklich Monitor aus oder keine Ahnung, was sie machen, einfach mit Autowalk in alles rein und so Zeug, wo ich mir denke, also wenn, dann sind die wirklich dumm im Kopf oder sie machen es absichtlich. Du hast ja letztens nur einen, der hat sich in Freihafen verlaufen. Also das ist schon Ja, schwierig. du gehst in M Plus rein und verläufst dich da, also, ne, also nicht mal irgendwie Hello, sondern ne 10er, wo ich halt schon erwarte, okay, wenn du in eine 10er gehst, ne, das ist jetzt nichts Krasses, das will ich jetzt gar nicht behaupten, aber also dann solltest du dich zumindest nicht in der Instanz verlaufen, ne? Also, der hat sich wirklich in der scheiß Instanz verlaufen. Und da kriegst du dann echt zu viel irgendwo. Ich zumindest. Da ist dann irgendwann Feierabend bei mir. Hast du für 1 Million?
Wie meinst du? Ach so, für eine M Plus. Boah, du, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viel es war. Ich meine, am Anfang. Also, ich habe jetzt schon ewig keine mehr. Das war am. Wann habe ich denn die letzte gemacht mit meinem Hordenschar? Das war. Ich glaube, irgendwie 75k oder so habe ich gekriegt. Also, vier Leute muss es halt irgendwas um 300k müssen die gezahlt. Aber die Preise sind wahrscheinlich jetzt auch schon immer weiter im Keller, weil M Plus kann halt jeder Hans Wurst zählen. Ne? Also, ein 10er-Key kann halt wirklich jeder Hans Wurst zählen. Den meisten ist ja egal, ob das In-Time ist oder nicht In-Time. Sie wollen ja nur die Weekly-Chest haben. Und also, das kann ja wirklich jeder Hans Wurst machen. Also bei uns war es auch mal kurz im Gespräch, da wollten wir wohl 40k für jeden rausholen. Aber ja, weiß nicht. Wer Ja, zahlt sowas für einen M Plus? die Preise gehen halt immer weiter runter, das ist klar, umso mehr Leute das machen. Das Problem ist, Cellruns funktionieren nur in dem Fall, wenn ein Content schwierig genug ist, dass genug Leute etwas haben wollen, es aber nicht selber schaffen und du aber in der Lage bist, so gut zu sein, dass du andere Leute mitziehen kannst, um etwas zu machen, ne? Warte mal, ich hoffe, das zählt für mich auch mit, wenn du das anzündest, das Ding. Weil ich habe noch nicht genug von den Hydra-Dingern zusammen. Ich habe jetzt sieben. Jetzt einfach mal mit hoch und wir gucken, ob's funktioniert. Ach so, man braucht 10, ja, dann sagst du was. Ich dachte mir, okay, du hast jetzt schon. Ich hab halt erst sieben, ne? Wie viel hast du denn? Ich habe jetzt wenig Hydras gekillt. Ich dachte, wir brauchen nur ein Öl und gehen da hoch. Nein, das ist so eine Abfuck-Quest. Das Ja. andere, das Metallding, habe ich fertig gemacht. Nee, das haben wir auch noch nicht fertig. Was habe ich denn? Mann, Mann, Ich Mann. habe vier Altmetall von 10. Das ist halt schon wieder richtig geile Quest hier. Da kommt Freude auf. Ich weiß nicht, machen wir extra unabsichtlich die schlimmsten Gegner, weil irgendwie fallen Ich mir die weiß es Questreihen nicht. nicht. Ich hab. Ja, du, keine Ahnung. Allianz war doch, weiß nicht, easy. Ziemlich geradläufig alles, geradlinig. Ja, Bei der Allianz hatte ich das auch nicht so schlimm im Gedächtnis, ne? Aber man weiß ja nie. Ach, Schildkröte, schwimmst du schneller? Tatsächlich, Ist es egal, welche Schildkröte, oder? Ich habe ja auch Poseidos und sowas. Das kommt mir jetzt aber auch nicht schneller vor. Meinst du, dass ich schneller bin? Nee, ich glaube nicht. Hier Lauftempo. Schwimmgeschwindigkeit. Schau, ich bin auch nicht schneller. Vielleicht ist das Ding schnell. Das war doch schneller, oder? Ah, schau, das Ding ist schneller, das von Poseidos. Tatsächlich ein Ticken schneller. Ich glaube, die Qualle müsste auch schneller sein, oder? Ah ja, ich habe sie nie ausgepackt bis jetzt. Hm. Fischqualle. Test dich mal. Das könnte vielleicht was bringen. Aussehen Ja, tut sie schon mal. Freihafen hatte ich mir auch schon überlegt, ob ich das sellen will. Aber ehrlich gesagt ist da die Konkurrenz schon relativ hoch, ne? Also es gibt viele, die das machen. Der Einst Gut, du musst halt ein bisschen Dings farmen. Ich weiß jetzt nicht, was du da in einer Stunde rausholst. Also ich hatte von Leuten gehört, die quasi sagen 40k für ein Level. Ein Level anscheinend du in 20 Minuten hast, ne? Und also dass du jemanden hochboost etwa 20 Minuten, dass der ein Level up hat. Das heißt, dann würdest du 120k in einer Stunde kriegen. Das hört sich nicht schlecht an. Also so als Ding ist okay. Dafür musst du halt davor da, also dafür musst du halt eine Stunde mehr opfern, ne, klar. Und du musst halt den Char erstmal hochgehen. Und das soll anscheinend doch schon ein bisschen dauern. Weil du brauchst halt, so wie ich das gesehen habe, Mythic Gear, am besten aus Antoros. Also da musst du halt schon ein bisschen was machen für. Und bestimmte Legendaries und ein bisschen Azerith-Power solltest du auch haben, dass du deinen Trade skillen musst. Also ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie lange es dauert, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen Aufwand, ne? Und bevor ich den Aufwand mache, mir um das zu farmen, muss ich mir halt nur überlegen. Ach,
Ach du boost. Okay, hier schreibt jetzt gerade einer. Er boostet lang genug und die Normalpreise sind 20k pro Level. Okay, dann sind 40k sogar hoch angesetzt. Wusste ich jetzt nicht. Gut, und es dauert von 110 bis 120 2 Stunden. Gut, dann hast du in 2 Stunden quasi 10 Level mal 2, also sind 200k in 2 Stunden. Dann bist du aber trotzdem bei 100k pro Stunde. Wäre ja okay, ne? Wäre ja okay. Warte mal, habe ich jetzt genug Hydra-Teile? Ne, eins brauche ich tatsächlich noch. Ich habe Wir sind jetzt auch jetzt zehn. mit der Stunde schon wieder drüber. Jetzt machen wir das, diese Fackelquest da oben noch und dann würde ich sagen, ne? Das noch fix. Die Meeresschildkröte. Aber es gibt mehrere Mounts, die unter Wasser schneller sind. Es gibt ja auch diese Quallen, ne, die man sich aus verschiedenen Quellen holen kann. Die müssten ja auch schneller sein. Okay. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Gold man im Moment durch Blümchen pflücken macht. Ich schätze jetzt aber keine 100k pro Stunde. Was ja viele anpreisen, sind ja irgendwelche Transmog-Sachen. Hier, macht 300.000 pro Stunde. Farme irgendwie Akku oder was auch immer. Und dann machst du. Also, ich hab ja vieles auch schon mit Transmog ausprobiert. Und es gibt viele, die meinen, Transmog ist das Allerbeste und hin und her, ne? Aber macht es nicht. Macht es nicht. Warte mal, Könnte musst ich du. ihn jetzt kochen Müssen zu einer sehen? Schmiede müssen Oh. wir auch noch. Ach, ich hasse dich, Blizzard. Echt. Das ist ja so eine richtige Bitch-Quest, ne? Das ist eine richtige Bitch-Quest. Wir müssen jetzt in die Schmiede zurückhatschen, das Ding umbasteln und dann wieder hier zurücklaufen. Man hätte mal die Quest lesen sollen, ne? Gut, wir sind jetzt mit der Stunde drüber. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann gerne wieder bei der nächsten Episode. Euer Tela, bis dann. Ciao.